Servus liebe Freunde und guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Spielwiese Deluxe live. Am Mikrofon natürlich wie immer euer Paranoise. Ja, es ist Samstagabend, eine Premiere am Samstag, mal ein Vorabend-Let's Play zu machen und einen Stream zu machen. Haben wir bisher noch nie, wir haben bis jetzt eigentlich immer Mittwoch oder Donnerstag gehabt, aber diesmal ist es arbeitstechnisch so rausgelaufen, dass ich am Samstag frei bekommen habe. Bis jetzt ist noch keiner da, aber ich hoffe, das ändert sich. Ja, wir waren beim letzten Mal, waren wir ja bei Pokémon Smaragd, New Vision Style, beim Aussie Club drin. Guten Abend, Axel Igor. Axel Gore. Ich hoffe, ich habe dich jetzt richtig ausgesprochen, aber schönen guten Abend. Willkommen zu meiner guten Stube. Ja, wir machen jetzt heute wieder weiter bei Pokémon Smaragd Eurovision Style. Aber dazu würde ich jetzt mal sagen, wir wechseln mal die Seiten und machen die Musik aus. Genau, hier sind wir stehen geblieben. Das war der Aussie Club, wo wir den Lebensgefährten von Troy kennenlernen durften. Ein ziemlich verrückter Kerl, der Tangas und BHs trägt, aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse auf jeden Fall. Ja, wie geht's jetzt heute weiter? Erstmal müssen wir dann natürlich weiterlaufen zum Laubwechselfeld, wäre jetzt die nächste Station, aber im Prinzip haben wir jetzt, wenn ich jetzt laufe, kann ich das jetzt sagen. Moment, war nicht da drüben noch was? Muss ich mal schnell gucken. Na stimmt, da ist ein Loch. Das habe ich doch beim letzten Mal begutachtet, da oben auch. Liegt da irgendwas vielleicht? Vielleicht habe ich da was gefunden. Da hinten ist der Nerd gewesen. Ja, im Prinzip haben wir heute zum Anfang haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir laufen direkt zum Laubwechselfeld oder werden erstmal nur wildes Pokémon aufschrecken. Was ist denn das? Ein Flurbel. Aber weißt du was, das fange ich mal. Und Axel Gore, du kannst, wenn du magst, kannst du dir schon mal einen Namen überlegen. Da muss ich aber, glaube ich, fast schon zum Schoßhund wechseln, weil alle anderen sind da überpowered auf jeden Fall. Zerschneider, Zertrümmerer. Ich probiere es mal mit Zertrümmerer, weil das ist vom Typ Kampf. Geh mal zu Irkitsch.
So, ich wollte ja eigentlich erst dann wieder mein Team vorstellen, aber ich glaube, ich töte ihn jetzt stattdessen, aber egal. Macht nichts, aber ich muss Schutz aktivieren, auf jeden Fall. Habe ich vergessen, dass da wieder wilde Pokémon sind. Gut. Ja, bevor es jetzt weitergeht, ich werde jetzt nochmal mein Team vorstellen. Hier haben wir unser allseits bekanntes King Michau. Willkommen zurück. King Michau, King Michau, King Michau. Ist noch ziemlich klein und... Aber oho, auf jeden Fall. Ach, ich habe ja noch meinen leckeren Energy Drink auch dabei. In braun. Aber diesmal habe ich einen Cappuccino. Aus dem Mutterland des Cappuccinos. Cappuccinien. Dann haben wir hier unser berühmt-berüchtigtes Kechele. Hey Kechele, schön, dass du wieder da bist. Kechele! Gag mich, mein Starter ist auch wieder am Start. Gag mich! Gag mich! Yeah. Dann hier unser Irkic haben wir jetzt gerade wieder gesehen gehabt. Irkic, Irkic! Ja, und hier mein anderes berühmt-berüchtigtes Finger im Po. Finger im Po, Finger im Po, Finger im Po! Und da ist mein Schoßhund, aber der bringt nichts. Ja, leider zu spät mit dem Namen. Ich habe ihn ziemlich überpowered getötet. Leider. Gut, also nochmal. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir laufen direkt zum Laubwechselfeld oder wir machen zuvor noch einen kleinen Abstecher ins Rätselbunker. Weil ich glaube, unser Rätselbunkermeister hat einen neuen Dialekt für uns vorbereitet. Nina, guten Abend, schön, dass du da bist. Tommy kommt auch dazu, das ist sehr gut. Hoffentlich habt ihr Popcorn, Chips und Bier bereitgestellt. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder zurück. Warte mal, ich glaube, ich habe da beim letzten Mal ein paar Trainer ausgelassen, also muss ich hier wieder weg. Vera, guten Abend. Willkommen in unserer guten Stube. Oh, da oben ist ein... Da ist ein Pokéball. Nein! Einst war ich Käfersammler. Heute bin ich ein Käferfreak. Aber meine Liebe zu Pokémon hat sich nicht verändert. Deine Position hat sich auch nicht verändert. Alter, musst du mich jetzt ansprechen? Mäh. Käfermaniac Burkhardt, ein Budox. Ach geil. Das Ding hätte ich ja vorher gehabt. Los, King Michau. Dann schauen wir jetzt mal, wer stärker ist. Kechele. Hau auf die Pauke. Kechele. Und ein Windstoß. Oh, das zieht. Nicht so. Ja, was du kannst, kann ich schon lange. Dann hau auch raus mit Windstoß. Ja stimmt, Pudox hat ja keinen Step-Bonus, das ist Käfer und Gift. Kechele hat aber einen Step-Bonus, deswegen ist es gar nicht so schlecht. So. Ja, gut gemacht, Kechele. Ich bin doch froh, dass du in meinem Team gekommen bist. Kechele! Ja, er freut sich auch. Papinella, bleib drin. Das wird sehr interessant. Dann nochmal Windstoß, komm. Hat doch ebenso gut geklappt. Kleines Fitzelchen. Oh, Windstoß, ich glaube, das zieht ein bisschen mehr ab. Ja, gut, geht eigentlich. Aber Kechele wird damit schon fertig. Yeah. Geil. Käfermaniac Burkhardt wurde besiegt. Meine Ungeschicktheit ist auch umgebrochen. Dein Geldbeutel ist auch... Dein Bankkonto ist auch umgebrochen. Vielen Dank. Ja, King Michau kann jetzt ein bisschen Pause machen. Dann gehen wir jetzt mal zu Irkic. Ich glaube aber, ich muss
hier vorbei. Egal. Konzentration auf den Sieg. So kämpfe ich. Ja, Konzentration ist nie, nie fehl am Platz. Kämpferin Paula, ein Meditier. Ach, das Ding hasse ich. Raus wie so ein Sex. So ein Sex-Guru. Los, Irkic. Ja. Funkensprung. Auf jeden Fall. Bam. One Hit. So lass ich's durchgehen. Kämpferin Paula wurde besiegt. Ich verschwende keine Zeit damit, mich über eine Niederlage aufzuregen. Ich nutze meine Zeit lieber zum Trainieren. Machst du dir Knoten in die Zunge? Habe ich extra auswendig gelernt. Nein, noch eine. Ist das nicht nett, zu kämpfen, während man sich schöne Blumen anschaut? Leckt es nicht zu sehr ab? Lieber pflück ich die. So, ich dachte, es wäre eine Aroma-Lady. Aber schöne Beine hat sie. Ein bisschen zu muskulös. Triathlet Olga, ein Dodu. Ah. Los, Irkic, da kommst du wie gerufen. Irkic, Irkic. Funkensprung. Ein Schlag und weg ist das Ding. Yeah. Der Cappuccino hat ordentlich Bums. Gut, dass ich den genommen habe. Triathlet Olga wurde besiegt. Das war wirklich sehr beeindruckend. Deine Beine sind auch sehr beeindruckend. Jetzt lass mich hier hoch. Ach nee, Schutz wirkt nicht mehr. Muss dann leider neuen aktivieren, weil ich glaube, das. Oder warte mal, nee, ich lass mal. Vielleicht gibt es da auch einen Flurbel. Pokéball. Beleber gefunden. Ja! Sehr schön. Den habe ich schon lange gesucht. Hebe ich mir auf jeden Fall für schlechte Zeiten. Nee, Pfiffchen konnte. Können wir jetzt hier gar nicht brauchen, ne? Also was sagt ihr? Sollen wir direkt zum Laubwechselfeld? Ach, da ist der Bäcker vom letzten Mal. Hier wächst und gedeiht unsere Beere mit dem schönen Dünger, was wir da verwendet haben. Sollen wir jetzt direkt zum Laubwechselfeld oder erstmal zum Rätselbunker? Also Pokémon Center erstmal auf jeden Fall. Wir machen heute wieder so bis 8 Uhr. Denk mal, da sind alle ganz gut bedient und dann labern wir noch ein bisschen. Ich glaube, du hast ja gesagt, ne? Ja gut, dann machen wir es mal. Kann nicht schaden. Ah, ich kann mit dem Rad fahren. Warte mal, ich hab doch eins. Ich hab doch so ein Rennrad bekommen. Warte mal. Eirad? Genau, da war's. Was ist jetzt da los? Auf dem Radweg kannst du so schnell fahren, wie du willst. Schnellfahren macht Spaß. Pass aber auf, dass du mit niemandem zusammenstößt. Okay. Dann schauen wir mal. Ach, das geht bergab, oder was? Nein! Da kommt ja nur einer. Die Kämpfe auch, das gibt's doch nicht. Wow, pass auf, ich glaube, du hast keine Übung im Radrennen. Noch nicht, aber naja, was nicht ist, kann ja nur werden, ne? Bist du der Neffe von Lance Armstrong, oder was? Yes! Triathlet Roman, ein Voltoball. Was, Level 6, das ist ja gar nichts. Los, Irkic, einmal ruckzuck immer weg, ist es. Irkic, Irkic. Immer diese Mini-Intermezzos, die ziehen sich immer so in die Länge. Noch ein Voltoball. Also, ey, soll das ein Witz sein?
Ich hoffe, dass es im Rätselpoker ein paar stärkere Pokémon gibt. Magnetillo. Ja, ich versuch's mal, aber ist vom Typ Stahl, da wird es nicht so gut sein. Level 14 ist schon ein bisschen besser, aber ja, ich probiere es trotzdem mit Funkensprung. Ja, Hälfte zieht ab. Ach nö, Superschall. Bist ein bisschen verwirrt, ne? Ja, ein bisschen ist gut, komm, reiß dich zusammen. Au! So klingt Metall, wenn man draufschlägt, oder was? Richtig geraten! Aber Irkitsch lässt sich da nicht mehr verbirgen. Sehr schön. Triathlet Roman wurde besiegt. Wow, pass auf, meine Bremsen versagen. Muss zum Mechaniker gehen. Weg, 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 weg. Zahl der Zusammenschlüsse. 8 Mal. Wow, fürs erste Mal ist gar nicht mal so scheiße. Zeit 1 Minute plus. Ja. Ich sage, dein Talent zum Radfahren ist einfach miserabel. Bitte? Dein Kommentar ist miserabel. Du brauchst wirklich noch viel mehr Übung im Radfahren. Fick dich. Nix weiter. Ich finde, so ist genau richtig. Ich kann jetzt doch... Kann man denn nicht irgendwie wählen? Warte mal. Genau. Jetzt müssen wir erstmal da runter vom Rad gehen. Und dann... Hier ist nämlich geheiligter Boden. Aber Moment, erstmal muss ich schauen, was mein Schoßhund gefunden hat. Na, her damit. Ein Trank. Klassiker. Wird aber langsam öde. Oh, was? Ich habe mir noch nicht genug gesammelt. Ja. Schau mal. Du wirst beobachtet. Aber warte mal, da war doch was Blitzen. Hier, hinterm Baum. Da ist er. Bingo. Was? Heidowitschka, du, wo wusstest du, dass ich mich hinter dem Baum versteckt hatte? Du bist doch gar clever, ne? Du, nun bist du hier, um mein Rätsel herauszufordern? Ha? Deshalb bist du doch hier. Ja, so muss es sein. Ich betrachte deine Herausforderung als angenommen. Tritt hinter die Schriftrolle und deine Herausforderung beginnt. Ich warte im Hinterbereich in Köln auf dich. Köln. Jetzt wissen müssen. Hey, du Witzka, du. Hinter der Schriftrolle ist ein Loch. Möchtest du hier durchgehen? Da muss ich ja. Ich muss ja das legendäre Klopapier suchen. Was ist da los? Löcher, in die man nicht reinfallen kann. Okay. Aber hier ist ein Wellenbrief. Gehört eigentlich ins Altpapier. Oder einfach die drauf stehende Adresse durchstreichen und draufschreiben, Annahme verweigert. Bumm, fertig. Das? Ach so, Mini-Nerd. Oh, du forderst das jetzt auch so zum zweiten Mal heraus. So sieht's aus. Schulkind Jürgen, ein Kamauk. Los, Irkitsch. Irkitsch, Irkitsch. Sorry, da hast du aber leider schlechte Karten. Da müssen wir zu King Michau wechseln. Ach nee, das war dumm. Nee, ich meine, Stahlgestein, das geht ja noch eigentlich. Ach nö, warum denn? Hast du wohl explizite Worte benutzt, oder was? Ja, Kopfnuss, komm.
Ja, jetzt geht's ja wieder. Ja, ab und an muss wieder aktualisieren wahrscheinlich. Level 24 erreicht. Ein Wingull. Ja, da kann ich jetzt wieder zu Irkitsch wechseln. Mit einem sehr guten Gewissen. Irkitsch? Ja, was ist denn da für ein blöder Name? Das passt doch überhaupt nicht zu diesem Pokémon. Ja. Das ist meine Devise. Immer wieder Überraschungseffekte nutzen. Das scheint ja aber sehr gelungen zu sein. Ein Mirabla. Da gehen wir jetzt zu... Ja, Kechele. Fällt mir jetzt kein anderer ein. Los, Kechele, oder aber... Kechele! Muss das Ding auch aufs Klo, oder was? Nee, der spricht immer so. Wer aber noch schlimmer spricht, ist euer Rätselmaster. Wieso? Hast du was gegen Köln? Bist du auch im Kämpfen so gut, wie im Sprechen? Jo, aber dein Bankkonto ist nicht so gut. Nur 300 Pokédollar. Ja, was soll ich sagen? Ich gehe zur Schule. Das heißt noch lange nichts. Es gibt Kinder, die haben dreimal so viel wie du. Naja. Was haben wir da? Ja. Ah! Ich muss diese Schalter betätigen und dann gehen diese Klappen wieder hoch. Sind das Falltüren? Ah, da oben ist es. Ach, übrigens, kennt jemand von euch noch die Falltür? Aus den frühen Zeiten von Super RTL mit Berg und Boney. Das waren so Knickgummi-Männchen. Und die haben immer so. Das war so ein bisschen so vom Horror getrimmt, aber sehr kindgerecht und auch sehr lustig. Also die englischen Folgen, die gibt's hier noch auf YouTube. Da heißt es The Trapdoor. Wenn ihr es nicht kennt, schaut es euch mal an. Ist richtig schön. Hafenbrief gefunden. Nee. Ich hab doch schon einen, oder? Den muss ich mir aber aufheben für später. Irgendwann. Später ist in dem Fall, wenn ich alle 8 Orden habe. Da ist noch einer. Ah, der geht hoch und dann können wir jetzt da durch. Jetzt zu dem. Oh, jetzt wieder an dem vorbei. Ach nee, da ist die Rolle Klopapier. Welches Alter fließt welches Loch? Ist das eine Rechenaufgabe oder was? 10. Richtig. Schulkind Ramon, ein Trasler. Ja, dein Trasler hat eine viel zu große Kopfbedeckung. Was ist das? Ist das ein Zipfel? Richtig. Los, Irkitsch, Funkensprung. Da britzelt dieses Zipfel weg. Irkitsch. Sehr schön. Schwachstelle. Schulkind Ramon wurde besiegt. Nach diesem Kampf bin ich nur noch verwirrter. Die Antwort ist 7, oder? Richtig. Na, ich muss da, glaube ich, runter, ne? Nee. Ah, da unten ist es. Hey, Tommy, mein liebster Zeitgenosse, willkommen hier in unserer guten Stube. Wir sind hier gerade im Rätselbunker. Und der Rätselmaster hat einen neuen Dialekt für uns gelernt, den siehst du später noch. Ich glaube, ich muss jetzt hier diesen Schalter noch betätigen und dann gibt's die legendäre Rolle Klopapier. Wen haben wir denn hier? Hi! Eines Tages gründe ich meine eigene Arena und hier sind ich die Fallen. Moment, ich glaube, hier ist die Antwort. Pommes, oder? Richtig! Schulkind Ariane, ein Pilzkopf. Los, Irkitsch, da hast du aber leider schlechte Karten. Oh, mein Schoß hat wieder was gefunden.
Das ist wieder mal ganz toll. Ach komm, hol mir Gag mich. Darf auch mal wieder was tun. Los, Gag mich! Gag mich! Gag mich! Verfolgung, los! Ach nee! Mich jetzt am Loch riechen! Haha! Ja, war die 5! Falsch! Paralyse! Mist! Und schnell Druck zu geben noch, komm! Ach nö! Da ist die Antwort scheiße! Falsch! Ja, was denn dann? Keine Ahnung! Die Antwort ist keine Ahnung! Richtig! Also kommt Gag mich, Leute. Mann, Pilzkopf, du sollst nicht das Hirn raussaugen. Lass ihn doch, er hat Hunger. Gag mich. Na komisch, bei den anderen bringt Paralyse nicht wirklich viel. Also sie kann ja Amrena-Bären mehr haben. Papinella. Na, Fingerpo bringt da nichts. Bestimmt King Michau ist da ganz gut. Aber mal Walzer weg ist der Schmarrn. Dann. Und Windstoß. Da kannst du mal sowas von vergessen. Ich dachte, es hat eine 100%ige Trefferquote. Dafür trifft es erstaunlich schlecht. Aber wenigstens mit einem Schlag getötet. Sehr gut. Und die hab, und diese Antwort, darauf lautet die Antwort Zahlen. Schulkind Ariane wurde besiegt. Ich habe das Kämpfen nicht genug studiert. Aber dein Geldbeutel hast. Ja. Nicht so gut studiert. Die anderen haben mir viel mehr gegeben. Na naja, egal. So, jetzt halt. Hier rüber. Unsere Gehirnzellen ein bisschen zu stark strapazitiert. Strapazitiert. So, und jetzt. Hier ist es. Para findet eine Rolle Klopapier. Para lernt den geheimen Code, der auf der Schriftrolle steht, auswendig. Also da machst du doch einen Knoten in die Zunge, oder? Ich verstehe es aber nicht ganz. Aber warum nehme ich einfach das Klopapier nicht einfach mit? Ja, ganz klar, man soll ja keine Wertgegenstände klauen. Die einem nicht gehören. Para hat den geheimen Code auf die Tür geschrieben. Rätselmeister ist gewieft. Träum weiter. Wir haben mehr Glück als Verstand. Das Schloss geht klingt auf. Oh, ich bin hier, Girl. Ist das ein Bier? Nein, Gulch. Ach so, ja dann. Du musst ein richtiges Bier trinken. Ja, Heilwitzka, du hast mich gefunden. Mann, du bist doch verdammt. Du bist doch verdammt gewieft und clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, um das Labyrinth anzulesen. Bist du meine Größe fast ebenbürtig? Bis auf 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Gut, du hast dir diese Belohnung verdient. Timerball erhalten. Was soll der Scheiß? Ja, aber im Moment, der gute Moment ist noch keine Krisenzeit in dem Sinne. Putz der gefährliche Grinsen von der Backe, noch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, die dich zu Fall bringen werden. Zum Grinsen hast du erst gut, wenn du es geschafft hast. Und wenn ich wieder einen neuen Dialekt gelernt habe. Komm wieder, wenn ich die nächste interessante Installation und meinen neuen Dialekt fertig gelernt habe.
Weg mit dir. So stelle ich mir Köln vor. Zumindest jetzt im Moment. Leer. War doch ganz cool. Bin mal gespannt, was er dann beim nächsten Mal für einen Dialekt hat. Jetzt muss ich aber doch wieder Schutz aktivieren. Und schauen, was mein Schoßhund gefunden hat. Ja, hier damit. Gegengift. Ja. Kann man öfter brauchen, als man denkt. Ich nehme jetzt einen Paraheiler. Die Energie ist noch relativ gut bei allen. Lassen wir Irkitsch ein bisschen vorne. Ja, dann ab zum Laubwechselfeld. Links von dem Rätselmeister, wo die ganzen Trainer sind, da war ich schon. Schutz wirkt nicht mehr. Kann sein, dass ich ihn später nochmal aktivieren muss. Wir haben jetzt den dritten Orden. Also im Wiesenflur waren wir jetzt schon. Also wie gesagt, der nächste Part ist jetzt das Laubwechselfeld. Und hier waren wir auch schon bei den Wollnis. Genau, den Sohn, den trifft man dann auch später. Aber haben die Wollnis in Wahrheit auch Söhne? Wenn ja, wie hieß der denn? So ein, zwei Schwiegersöhne haben sie auf jeden Fall. So, erstmal Bröckchen zerstören hier. Meistens ist ja drunter noch irgendwas versteckt. Aber heute nicht, leider. Vielleicht in den Steinen da drin? Auch nicht. Nö, auch nix. Ach ja, und an dich, lieber Axelgor, noch die Hauptstory hier am Rande. Wir sind jetzt gerade hier auf kulturelle Lernung von Euro und Paar. Ganz klassisch. Und wir wollen, wir sind gerade am Bekämpfen von Team Aqua und Team Magma. Team Aqua sind richtige Revoluzzer aus Montenegro. Wollen aus jeder Stadt einen eigenen Staat machen mit strengen Grenzkontrollen. Ein bisschen so wie die Bayern-Partei, die den neuen Staat aus Deutschland abspalten wollen. Ein bisschen angedehnt, aber eigentlich müsste man sagen, Ähnlichkeiten sind rein zufällig und es dient auch hier alles über Unterhaltung. Anders sieht es jetzt bei Team Magma aus. Das sind richtige Ur-Russen und die wollen alle Pokémon-Regionen einschließlich hier die Höhenregion, aber noch Kanto, Johto, Sinnoh, Einall, was weiß ich, in ein komplettes großes Reich vereinen. Da wäre es quasi das Pendant dann die Vereinigten Staaten von Europa. Meiner Meinung nach, beides führt zu Chaos. Jetzt bin ich mal gespannt. Und wer ist denn da? Hey, nicht wegrennen! Wenn du deine Pokémon nicht ein bisschen besser trainierst, wird es schwer, sich hier durchzukämpfen. Ich habe gehört, dass die Top 4 der Pokémon-Liga um einige schwerer zu besiegen sind als die Arena-Leiter. Ja gut, so weit bin ich noch nicht. Oh, aber du hast gerade auf diesen Stein geguckt. Ist da was drin? Nö. Nur. Keine Ahnung, aus was Stein besteht. Granit. Und, oh! Da ist ein Kamerateam. Ah! Genau, ja. Und wie gesagt, jede
jede Stadt ist ein eigenes Land, sage ich jetzt mal, mit einer eigenen Sprache bzw. einem eigenen Akzent. Hier Malmfroh City unten war Österreich und Wiesenflur war Irland. Demzufolge kommt Heiko aus Irland. Bei dem hat es leckere irische Butter gegeben. Und es ist ja so, wir stehen jetzt hier gerade vor diesen Fernsehberühmtheiten. Und zwar, gut, das könnte jetzt eigentlich bloß die ESC-Gucker bloß wissen. Das ist nämlich das Dream Team von der gesamten Eurovision Song Contest Geschichte. Und zwar kommen die aus Schweden und heißen Petra Mede und Måns Zelmerlöw. Und das sind sie. Ja, da kann ich bloß sagen, er sagt dann halt die ganze Zeit, I'm the king of pop and I should say, what on earth is going on? Sie, who is the beautiful girl on the stage? And why is her son standing next to her? We are the heroes of our time. Müsst einfach mal reinschauen, so die besten Szenen vom Eurovision Song Contest 2016. Richtig klasse, also muss ich ganz ehrlich sagen. So, also wie wir schon gesagt haben, Petra Mede und Måns Zelmerlöw. Und die haben extra für uns auch ein bisschen Deutsch gelernt. Das wollen wir doch mal testen. Erstmal mal die Pokémon checken, wie schaut's aus. Ja. Wir gehen zu Irkitsch und zu King Michau. Die sind ja beste Kumpels und die sollten wir zusammenhalten. So, Petra Mede, Gott quält. And good evening here to Playground Deluxe Live. Oh, wir haben hier viele stark aussehende Trainer gesehen. Okay, Kamera ab, interview wir jemanden. Love, love, peace, peace. Na, 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 na. Eine Herausforderung von den ESC-Göttern Petra und Måns. Magnetillo und Flurbel. Yeah. Los, Irkitsch und King Michau. Dann machen wir jetzt einen Funkensprung auf Flurmel und Walzer. Walzer, was hilft es? Oh doch, Metallklaue. Ich probiere jetzt mal Metallklaue auf Magnetillo. Ja, wo ist denn dein Head? Na, Irkitsch und King Michau, das sind beide Hits. Ah, da können wir doch ein wunderbares Lied darauf schreiben. Kannst du beim nächsten Mal machen und das dann gut vortragen. Okay. Und dann Funkensprung auf Magnetillo und Walzer auf Magnetillo. Ja, stimmt. Neues Gesicht, neue Stimme. Die hätten ja wunderbar den ESC gewinnen können. Na na da na 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 na, that's Eurovision. Ja, und hey, die erste Hürde haben wir geschafft. Ich glaube, das war jetzt quasi der Vorentscheid. Para besiegt, Interviewer Petra und Måns. Oh, mein Gefühl hat mich nicht betrogen. Der Trainer und der Sänger ist wirklich erstaunlich. Oh, ordentlich Kohle, dankeschön.
erstaunlich, erstaunlich. Wer bist du? Ich wusste, wir erleben hier etwas Außergewöhnliches und wir sind hier auf Talentsuche und hoffen irgendwann, dass der ESC wieder an Schweden geht, an Sweden. Und dann können wir wieder zusammen moderieren. Was meinst du, Mons? Ja, das wäre wirklich wunderbar, erstaunlich. Aber ich muss die ganze Zeit sagen, what on earth is going on? Ja. Oh, ich entschuldige dir eine Erklärung, aber die haben wir doch gerade schon gemacht. Wir reisen durch das Land, durch Euro und Eurovision Land und führen mit den Trainer Interviews, um neue Talente zu finden für den Eurovision Song Contest. Und würdest du auch etwas von deiner Zeit zur Verfügung stellen? Ja, auf jeden Fall, gerne. Ich liebe den ESC. Ja, wunderbar, danke. Okay, wie würdest du deine Gefühle hinsichtlich unseres Kampfes beschreiben? Kürze mir bitte. Puh. Jetzt seid auch wieder ihr ein bisschen gefordert. Was machen wir? Nase juckt leider ein bisschen. Nein, jetzt muss ich dir sagen, we are all heroes. Yeah, thunder and lightning, it's getting exciting. Ja, haut auch mal raus, was sollen wir... Petra Mede und Monselma Lüften auf den Weg geben. Ja, Zeit auf jeden Fall. Ja, von mir natürlich auch herzlich willkommen. Habe ich dich jetzt... Ja, gut, aber glaub, habe ich dich jetzt feierlich eingeweiht? Wenn nicht, hiermit geschehen. Oh Mann. Fast. Klingt schon mal ganz gut. Nee. Ach nee, das ist ja bloß ein Wort. Dö. Passt gut zu denen. Dankeschön. Ihr aber alle auch. Ja, mein Humor ist sehr speziell. Und auch sehr improvisiert, muss ich zugeben. Ah. Kann ich nur zurückgeben. Nonstop. Nonstop klingt doch gut. Kurz und nett, nonstop. Passend für euch, Petra und Mons. Ja, das ist das perfekte Schlagwort. Ich bin überzeugt, dass es eine großartige ESC-Veranstaltung wäre. Vielleicht strahlen wir sie im Fernsehen aus, aber sie werden wir ganz bestimmt ausstrahlen. Also achte auf das Programm. Okay, man sieht sich. Bye bye. Bye bye. Ich weiß jetzt gar nicht, was das auf Schwedisch heißt. Ja, und bye bye, lieber Mons. Vielleicht hast du beim nächsten Mal ein paar neue Songs am Start. ich kann mir dann also vorstellen, die Erwartungshaltung bei euch ist hier oben. Wenn nicht sogar da oben.
So, aber jetzt müssen wir wieder weitermachen, auf jeden Fall. Wer ist denn da? Ich weiß ja nicht, wo du hin willst, aber was sagst du zu einem Kämpfchen? Käffchen habe ich auch noch ein bisschen, nur einen kleinen Schluck noch. Picknicker Irene wurde besiegt. Na, Picknicker Irene noch ist sie nicht besiegt. Ein Pilzkopf. Die Voldis. Naja, war das so gut? Ich weiß nicht. Ja gut, die Silvia habe ich ganz gut getroffen. Könnt ihr einfach dann nochmal beim geben, ist auf im Live-Archiv in YouTube drauf. Irkic hat da aber, glaube ich, schlechte Karten. Da müssen wir jetzt doch zu Kechele wechseln. Na dann, Kechele. Hau mal rein. Kechele! Nein! Alter, wie oft soll ich noch sagen, du sollst den Schlüssel... Du sollst deinen Schlüssel nicht ins Loch halten, Mann. Lass ihn doch, da ist er doch wunderschön paralysiert. Halt die Fresse. Mann, der ist auch noch Egelsamen ins Korn. Ja, na toll. Natürlich haben wir wieder keine Amrena-Bären. Die bräuchte ich ja wieder. Alter, ich hasse Paralyse. Oh Mann, dieses kleine Fitzchen. Ja, oh, Gott sei Dank. Ein Meryl. Da können wir... Na, ich gehe jetzt wieder zu Fingerpo. Der war ja schon lange nicht mehr dran. Könnt ihr den auch mal wieder in Aktion erleben. Fingerpo! 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 Na, Fingerpo sieht schon ziemlich geil aus. Ja, ne? Mogelieb, schnell! Schön erschrecken, genau, passt. Und jetzt schön die Ohren raussaugen. Nee, Ohrenschmalz raussaugen, lecker. Das ist wie diese Ohrenkerzen, ne? Hab ich schon mal erwähnt gehabt. Meryl tanzt Jumpstyle. War ja damals schon out. Nochmal Ohrenschmalz raussaugen. Sehr gut. Fingerpo, Meryl ist doch schon tot, jetzt zieh den Finger aus seinem Po. Ja, sag ja, Name ist Programm, warum haben wir ihn auch so genannt, ne? Picknicker Irene wurde besiegt. Hui, du bist außergewöhnlich gut und geil. Dankeschön. Wer kann, der kann, ne? Ach, wer kriege ich jetzt nicht WhatsApp? Ich denke, ich sollte zum Schlumberg gehen, aber hier ist es so schön und geil. Alter, nimm deine Liebeskugeln aus dem Schritt. Die hört man bis da hinten klackern. Ja, natürlich haben wir keine Amrena-Beere hier. Na gut, Gott sei Dank habe ich noch 7 Parahäder hier. So. King Michau braucht einen Trank. Gehen wir ein bisschen. Ich wechsle jetzt ein bisschen zu Fingerpo. Ich finde es doof, dass der noch keine Wasserattacken kann. Das wird sich, glaube ich, dann spätestens ab dem 5. Orden wird sich das ändern, weil dann kriegt der Surfer. Jetzt habe ich es verraten. Den Trainer umgeben wir. Route 111, Route 112. Wüste! Ha! Nein, das sind keine Pixelfehler, das ist eine Wüste. Der Sandsturm ist zu stark, dagegen kann man nicht angehen. Alter, das macht einer einen trockenen Hals hier.
Frage ist jetzt natürlich, wo ist jetzt der feurige Pfad hier? Oh, jetzt haben wir erstmal Route 112. Gehen wir hier ein bisschen durch, durchs hohe Gras. Mal schauen, ob da ein Pokémon ist. Oh! Ein Kamaub! Ach, süß! Aber weiblich, das ist nicht so, ist nicht so der Burner. Die ganzen Bändchen sind wohl dann alle gefressen worden, wahrscheinlich, ne? Was ist denn da oben los? Nichts. Ach, Meryl habe ich. Der Peterman war das, ne? Was ist da oben? Hi, was ist denn da oben? Hey! Machst du ein Picknick? Dann musst du einfach vor Freude laut singen. Komm, wir singen zusammen. Ja, was singen wir zusammen? Kyogre und Groudon. Ah, stimmt, da war ja was. Aber wann und wo die kommt, das weiß ich nicht. Also ich glaube, Kyogre ist in Xenerovil. Und wo Groudon auch, oder was? Ja, die kämpfen ja gegeneinander immer, ne? Picknicker Natalie, ein Schwalbini. Los, Finger im Po. Ich glaube, da hast du aber leider schlechte Karten. Das tut mir leid. Wo haben wir jetzt da? King Michau. Komm. King Michau, Walzer, komm. Beim Sprungpfad nach Bad Lavastadt gibt's einen Höheneingang zu Groudon. Also kriege ich den jetzt? Kriege ich dann den jetzt ziemlich früh oder was? Aspoink kenne ich noch. Das ist ja dieses Schweinchen auf der Sprungfeder, ne? Nee, erst nach der Story ist die Höhle erreichbar. Also nach dem Top 4 wahrscheinlich, oder? Lombrero. Nee, jetzt ging's daneben. Hey, nicht erschrecken. Mann, du sollst dich doch nicht ablenken lassen. Lass mich doch. Ich muss doch mit meinen Followern interagieren. Die paar Follower, die du hast. Dafür sind sie treu wie Gold. Kopfnuss, bam. Sehr schön. Picknicker Natalie wurde besiegt. Oh, du triffst die Töne besser als ich. Wieso? Ich hab doch gar nicht gesungen. La 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 la. Ja, ich habe jetzt spontan kein Lied auf den Lippen gehabt. Schlotberg, Bad Lavastadt oder den Gipfel erreichen sie mit der Seilbahn. Moment mal, bin ich jetzt so weit? Wo ist denn der feurige Pfad? Ach, kommt der jetzt da wahrscheinlich noch, oder? Warte mal. Den möchte ich jetzt auch umgehen. Guck mal kurz weg hier. Nein! Oh, da ist die Magma. Wie wäre es, wenn wir kämpfen, du und ich? Hast du Klau gefrühstückt? Ja, mit Scherzkeksen. Zum Nachtisch Kichererbsen oder was? Wanderer Giesbert. Ja, richtig. Ein Kamau. Ja, deine Pokémon sehen schon lustig aus. Dankeschön. Ich glaube, da hat Figel Po keine besonders guten Karten. Da müssen wir jetzt wechseln zu King Michau.
los, Kopfnuss. Bäm. Sehr gut. Und nochmal Kopfnuss. Bumm. Sehr schön. Einmal Holo. Ah, da brauchen wir. Da brauchen wir Kechele. Der steht da ganz gut da. Da bist du. Hab dich jetzt gar nicht gefunden. Oh, du kennst. Du findest dein Pokémon nicht. Das ist aber schwach. Wer zuletzt hört, der hört am besten. Windstoß, komm. Kechele. Aber eine sehr lustige Stimme hat's. Dankeschön. Dann machen wir los, ein bisschen stumm. Level 25 erreicht. Ja, es ist ja auch ein stummes Macholo. Jetzt ist dir das Pokémon-Namen nicht eingefallen, oder was? Wanderer Giesbert wurde besiegt. Ich habe verloren. Deine Niederlage nimmst du mit großem Humor, ne? Und wir haben, da haben wir jetzt Team Magma. Diese Arschlöcher versperren mir den Weg. Hey, breviert, Team Aqua, Team Magma. Ich will hier durch. Hey du, ob unser Anführer dieses Ding wirklich beobachtet und aufwecken wird. Hört sich an. Ja, aber wir brauchen einen Metroiden dafür. Jetzt verstehe ich. Ja, deshalb sind die anderen auch im Laufwechsel weggegangen. Aber weißt du, wer mich noch mehr, wer mich dermaßen aufregt, das sind doch diese Scheißdreck, Revoluzer aus Montenegro, die Magma. Ich hasse diese Dinger wie die Pest. Nee, es wäre doch wunderbar, wenn jedes Gebiet nur eine Sprache spricht. Ja, genau. Und solange sie weg sind, darf hier niemand durch. Wir müssen alles vorbereiten. Jetzt? Ja. Keine Ahnung. Sprechen wir einfach nur weiter. Ja, wir wollen alle Gebiete vereinen. Unser Boss wird stolz auf uns sein. Ja, jetzt verstehe ich. Deswegen sind die anderen nach Laubwechselfeld gegangen. Genau. Und wir wird alles wunderbar aufgeschrieben und vorbereitet. Du wirst schon sehen. Dann haben wir die Vereinigten Staaten von Pokémon. Ja, spasibo für diese wunderschöne Auskunft. Ja. Euer Spasibo könnt ihr euch in den Hintern stecken. Na dann, ein richtig herzhaftes Poker. Ach, da hinten ist der feurige Vater, Gott sei Dank. Dachte, es kommt nicht mehr. Meine Beine sind durch das Klettern in den Bergen richtig muskulös geworden. So leicht werden sie also nicht einknicken, mein Freund. Da bin ich mal gespannt. Dann lass mal sehen. Oh Gott, sind die fett. Wanderer Heimke, ein Kleinstein. Los, Finger im Po. Da kommst du ja wie gerufen. Absorber, los. Augen raussaugen. Dann ein bisschen Kies noch dazu. Liegt auch ein bisschen im Magen, ne? Ja. Aber du weißt doch, Muskeln sind doch schwerer als Fett. Dann musst du ja nur 300 Kilo wiegen, oder was? Scheint so. Da müssen wir Finger im Po auch dann zu dir rankommen lassen. Aber ich gefall mir so, wie ich bin. Ja, eben das eine, ne? Ja gut, ich bin auch ein bisschen fester gebaut. Aber ich glaube, das steht mir einfach besser.
Siehst du? Aber ich habe halt einfach Spaß daran, meine ganzen Protagonisten zu beleidigen. Das merkt man. Mandra, Heimke wurde besiegt. Aua, ich habe Muskelkrämpfe. Aua, ich habe Muskelkrämpfe. Habe doch eben gesagt, du hast keine Muskeln, sondern Fett. Au, ich habe Krämpfe in den Beinen. Kannst du mir bitte Bandagen aus meinem Rucksack geben? Nein, das ist mein Pokénev. Vielleicht kann man damit auch Fett absaugen. Lass mich doch mit deinem Fett absaugen. Ich trage dich jetzt im WhatsApp ein. Ja gut. War nicht so gemeint. Wir Dicken müssen zusammenhalten, ne? So. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall, würde ich mal sagen, ein Feuer-Pokémon. Da gehen wir jetzt mal zu Irkitsch, der... Nee, nicht zu Irkitsch. Doch Irkitsch. Stimmt, dann können wir die paralysieren. Dann schauen wir mal, was wir so auf die Beine stellen hier. Ach, sieht das geil aus. Ein Gürtel. Los, Irkitsch. So. Ganz am Anfang erstmal paralysieren. Hoffentlich habe ich jetzt genug Pokebälle dabei. Oh nein, Smog. Oh, oh, oh. Nein! Mann, Irkitsch, du sollst nicht zu tief einatmen. Du Sau. Funkensprung, los. Aber bitte nicht töten. Nein! Volltreffer. Ah. Zwei Sachen schon mal gründlich gefailt hier. Ja gut, Superbälle habe ich genug. Gegengifte habe ich doch ein paar, oder? Na, einen zumindest. Ja, oder zwei geht auch. Also mindestens zum Laubwechselfeld müssten wir ja auf jeden Fall kommen. Ach nee, mach Holo brauchen wir doch nicht, oder? Oder soll ich es trotzdem fangen? Funkensprung, komm! Bäm! Blubber, blubber, blubber. Oh, ein Kamaub. Da haben wir es gerade eben. Und männlich ist es auch. Ja, dann sollte ich jetzt aber erstmal zurück zu Ki wechseln. Ah, das ist schon deutlich besser jetzt. Hä? Achso, ja, wegen Heuler. Du. So, aber jetzt her mit dem Superball. Ihr könnt euch schon mal einen Namen ausdenken. Bleibt drin. Ja, toll. Kamaub wurde gefangen. Yes. Für Kamaub wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Kamaub, das Taubheit-Pokémon. Kamaub speichert kochendes Magma in seinen Höcker. Es ist ein zähes Pokémon, das bis zu 100 Kilo tragen kann. Die Menschen schätzen seine Hilfe. Sehr selbstlos. Und kann ordentlich zupacken, wenn er will. Möchtest du Kamaub einen Spitznamen geben? Klar, auf jeden Fall. Ja, dann haut doch mal raus, was ihr denn so auf dem Kerbholz habt für Kamaub. Spricht es raus aus eurer Seele, denn was anderes wird euch jetzt eh nicht übrig bleiben. Bis dahin studiere ich ein bisschen meine wohl angelegten Notizen. Bus. Wieso den Bus?
IA. Oder Bo. Bus, IA oder Bo. Oder Bö. Fette Glut. Als wer, warum sagst du? Mit Eruption. Pragboy. Jetzt aber echt Qual der Wahl. Aber Vera, ich weiß jetzt nicht, wieso Bus? Aber IA klingt. IA, das klingt richtig schön. Ich weiß nicht. Ich bleib bei IA. Und jetzt? IA! Passt! IA wurde auf jemandes PC übertragen. Am Box 1 angelegt. Aber. Was haben wir da? Oh, Smogon! Oh, Smogon wäre auch nicht schlecht. Ja, zumindest einfach mal, um es zu fangen. Funkensprung, komm. Bock to Smog. Nein, Volltreffer. Nee. Ich hätte Ruckzuck-Hieb einsetzen sollen. Aber Level 25 erreicht. Nee, lass mal. Moment, ich hab festgestellt, ich hab noch Stärke im Petto. Stärke bekommt auf jeden Fall King Michau. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach sogar stärker als Kopfnuss. Hat auch eine 100%ige Trefferquote, genau. Stärke 80. Und da Stärke 70. Ach nö, stimmt, freilich. Entschuldigung. Dann ist Stärke noch gesperrt. Dann machen wir weiter mit Pokémon. Ein IA. IA ist back. IA. Da oben ein Pokéball? Nö, nur glühende Lava. Ja, deswegen. Stimmt. Smogon. Jetzt aber komm, mach Ruckzuckhieb. Das. Wird zu wenig. Nein, Smog, ah, das nervt. Komm. Oh, welcher Wunder, es wurde nicht vergiftet. Das ist jetzt sehr gewagt, aber ich werf jetzt schon einen Superball. Ich glaube, Smogon könnte zäh sein. Bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Ja! Toll! Smogon wurde gefangen. Yeah! Für Smogon wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Smogon, das Giftwolke-Pokémon. Wenn man sich ein Smogon nähert, kann man die Giftgase in seinem Körperinneren beobachten. Ein kleiner Reiz reicht es aus und es geht in die Luft. Sehr explosiv auf jeden Fall. Möchtest du Smogon einen Spitznamen geben? Ja, klar. Also ich weiß nicht, wenn jetzt von euch kein anderer Einfall käme, hätte ich einen Namen für Smogon. Nina hat eine Idee, dann hau mal raus.
Poutine. Okay, Poutine. Da wir keine anderen Namen verunglimpfen wollen, packen wir jetzt noch ein I dazu. Und packen noch ein G mit ein Poutine. Poutine wurde ja. Eben das kurz. Oder wäre das ein Poutin gewesen? Also französisch Poutin. Unser Neuling darf sich aber jetzt auch einen Namen ausdenken, auf jeden Fall. Budding. Budding. Wäre gut. Ist fränkisch, weil bei Fränkisch, Fränkisch gibt es auch nur ein hartes P. Kein hartes P, sondern weiches. Oh, Schneckback! Gary! Miau! Ja, schön, dass du wieder da bist, aber warum bist du wieder so klein? Damit ich dich gleich wieder besiegen kann, oder was? Unser Budding. Budding. Der Budding. Schwer auszusprechen, aber auf jeden Fall. Oh, geil. Gürtel. Ja. So. Aber jetzt erstmal paralysieren. Ist jetzt wieder gewagt, aber ich mach Funkensprung. Aber beim letzten Mal war es ja nur ein Volltreffer, ne? Ja. Perfekt. Na dann her mit dem Superball. Bleib drin. Ja, toll. Kurtl wurde gefangen. Yeah. Für Kurtl wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Kurtl, das Kohle-Pokémon. Es verbrennt Kohle, um Energie für den Kampf zu haben. Wenn es Rauch aus seinen Nasenlöchern stößt, macht es ein Geräusch wie eine Dampflok. Ach so, so ein ICE-Verschnitt oder was? Möchtest du Kurtl einen Spitznamen geben? Klar doch. So, jetzt haut mal da raus. Und da müssen wir uns mal überlegen, wer ins Team kommt. Kurtl oder Kamaup? Vielleicht so ein Bezug auf Zug oder sowas. Wettstippe. Das passt ja null dazu. Null. Kein kleiner Spaß. Turtle Train. Turtle Regio hört sich auch gut an. Panzertitti. Vera, jetzt hau du mal auch einen Namen raus. Oder lieber Neuling, jetzt habe ich deinen Namen wieder vergessen. Hau du mal auch einen raus, komm. Ninja Turtle, also mit Ö, ja, das ist ganz klar. Nina Turtle.
machen. Erwin? So hat doch dein Schwalbos geheißen. Alle, die anderen sind jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen tot, ha? Quarze? Die sind auch ganz gut. Flitze? Oh, irgendwas mit Turtle klingt gut. Irgendwas mit Turtle klingt ganz cool. Also fünf Buchstaben haben wir noch über. Turtle-Stumpf. Wie wäre es mit Turtle-Quarz? Genau, Quarz von Rauchen. Ja, das wäre es. Ey! Was haltet ihr von Turtle-Quarz? Dann haben wir deinen Namen, Axelgor. Dann haben wir deinen Namen auch eingebettet. Turtle Quarz. Oder? Ach nee. Kein Q ohne U. Turtle Quarz. Turtle Quarz wurde auf jeweils PC übertragen. Geil! Turtle Quarz. So. Jetzt müssen wir aber wieder zurück. Nö, hier weiter. Weil wir müssen jetzt, unser Schoßhund müssen wir jetzt leider wieder abgeben. Bis dahin könnt ihr euch überlegen, wer jetzt ins Team soll. Was, Schutz brauchen wir noch? Das ist ja nur ein VM-Sklave. Nein! Ich bin voller Schmuck und Elan und mein Pokémon nicht minder. Wieso soll ich nicht zurücklaufen? Camper Ronald. Ein Zandan. Aber das Pokémon braucht doch Training. Ah, die wartet gerne auf uns. Los, Finger im Po! Absorber, los! Saug ihm schnell sein Hirn raus. Ja, noch ein bisschen. Ich liebe es, Leute aufzuhalten wie du. Mich nicht. Haha, Pech gehabt. So läuft's im Pokémon. Level 25 erreicht. Finger im Po versucht, Kratzfurie zu lernen. Ach, cool. Kratzfurie, es hört sich toll an. Kann eine Stärke bis zu 80 erreichen dann. Kratzfurie ist immer ganz gut. Soll ich Naturkraft oder Mogelhieb vergessen lassen? Mogelhieb oder Naturkraft? Absorber will ich noch aufheben und Angeberei auch. Ja, auch Mogelhieb kam weg. Ja, ich glaube, Naturkraft sollte man auch aufheben. Genau, Mogelhieb, los. Weg damit und Finger im Po erlernt Kratzfurie. Camper Ronald wurde besiegt. Ronald McDonald. Mein Pokémon hat ausgeschwungen. Ja, und jetzt lass mich. Ja, stimmt. Hat gegen die aber Gott sei Dank schon gekämpft hier. Röckchen zerstören.
Schutz wird nicht mehr, den muss ich dann später neu aktivieren. Jetzt können wir dann meinen... So, habt ihr schon überlegt, wer jetzt ins Team kommt? Und jetzt dann viel Training braucht auf jeden Fall. So, jetzt erstmal steht hier zur Auswahl, dass wir... Genau. Turtle Quarz steht zur Auswahl und... Ja. Oder eine Fragia-Beere. Ich glaube, das hilft gegen Vereisen. Warte mal. Ups. Wieder zurück. Aber Turtle Quarz schaut schon toll aus. Machen wir doch mal eine Stimmprobe auf jeden Fall. Also, wer ist für IA? Oder Turtle Quarz? Turtle Quarz. Tut. Turtle Quarz. Tut. IA? Oder Turtle Quarz? Turtle Quarz. Tut. Turtle Quarz. Tut. Tut. Turtle Quarz. Tut. Turtle Quarz. Turtle Quarz hat irgendwie auf blöde Art und Weise versucht, die A nachzuäffen. Turtle Quarz. Tut. 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 Turtle Quarz. Tut. Tut. Turtle Quarz. Der versucht die ganze Zeit, ihn nachzuäffen. Turtle Quarz. Tut. Tut. Ja, dann heißt es doch. Willkommen im Team Turtle Quarz. Tut. Tut. Dann schauen wir mal, was er kann. Erstmal muss er auf jeden Fall nach vorne. Sonderbonbon habe ich natürlich keins. Was denn herausfinden? Warte mal, ich muss mal ein bisschen hochgehen. Geht das? Achso, ja. Also am Strand wird es auf jeden Fall zu Erdbeben. Das habe ich schon erprobt. Aber in der Wüste weiß ich es noch nicht. Aber hier nochmal, weil es so schön ist. Willkommen im Team. Turtle Quarz. Turtle Quarz. Tut. Tut. Kann Blut, Smog, Fluch und Rauchwolke. Ach, Fluch ist gar nicht so schlecht, ne? Aber Smog ist auch geil. Aber ich glaube, ich brauche jetzt doch wieder Zertrümmerer. Ich muss das irgendjemandem beibringen. Lieber King Micha oder Turtle Quarz?
Weil ich hätte mir halt dann so gedacht gehabt, einer erlernt dann später Stärke und der andere erlernt jetzt Zertrümmerer. Guck jetzt mal bei King Michau. Was wir dem vergessen lassen könnten. Ja, höchstens Brüller oder halt am Kopfnuss. Ich würde aber eher mein Turtle Quartz Zertrümmerer beibringen. Ich glaube, das nehme ich dann auch und dann. Nehmen wir Rauchwolke weg. Weil Smog kann ich bestimmt immer wieder mal brauchen. Ja, stimmt. Stimmt. King Michau wär echt cool für die vierte Arena. Ich glaube aber nicht, dass wir die heute schaffen. Also die schaffen wir dann dafür dann nächste Woche Mittwoch. Jetzt hier wieder Schutz aktivieren, schön brav. Stimmt, und ich sehe gerade, ich habe noch einen Schlüssel. Montag erst. Ach Schmarrn. Schutz wirkt nur dann, wenn das Pokémon stärker ist, sag ich jetzt mal, ja. Los, Turtle Quartz. Da hast du aber schlechte Karten. Nicht Jumpstyle tanzen. Nee, Mittwoch. Diesmal Mittwoch wieder. Sorry, ist jetzt ein bisschen wirr, aber das ist mein Dienstplan so geschuldet. Ja, Pokémon. Die Woche drauf pausiert Pokémon, aber das sage ich alles am Schluss noch, in aller Ruhe. Oh! Ah, da gibt's Beeren! Ihr wisst, was das bedeutet. Was haben wir? Zwei Fragia-Bären. Oh, lecker Bärchen pflücken. Miam, 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 miam. Was haben wir da? Zwei Pürsif-Bären. Ah, die kann ich auch immer wieder brauchen. Fragia-Bären sind, glaube ich, gegen Vereisung gut, ne? Oder Verbrennung. Muss ich mal gucken. Bleib bloß da hinten, ich sag's dir. So, wir müssen jetzt hier wieder hin. Jetzt schauen wir aber erstmal nach, was eine Fragia-Bäre, was die so auf sich hat. Ah, es gegen Verbrennung. Das kann ich später für die vierte Arena brauchen. Auf jeden Fall. So, ihr wisst, was das heißt. Jetzt kommt wieder unser Beitrag für die Umwelt. Wir werden eine Beere bepflanzen. Und da ich schon wieder dringend aufs Klo muss, muss ich drauf pissen. So. Para begießt die Mirbe. Oh, 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 ich habe ordentlich Druck drauf. Jetzt kommt und nochmal. Und, oh, oh. Ja, mein Zipfel sieht original so aus. Und nochmal. Komm. Und, oh, oh, oh. Jetzt, letzte Tropfen. Und nochmal. Und. Oh. Geil. Fertig. Ja, weh. Habt ihr beide mir zugeguckt oder was? Ach nö, Mann. Sei doch pervers hier.
ich habe auf diesem feurigen Pfad heiße Pokémon gefangen. Guck mal. Und ich habe dir mal Pinkel zugeguckt. Du bist ein bewundernswerter Pinkler. Ich brauche jetzt einen romantischen Kampf. Dann bin ich auch... Ich bin auch anständig. Ist das so... Ist es so romantisch, wenn man andere Leute beim Pinkeln zuguckt? Das möchte ich stark bezweifeln. Hitzkopf Moritz und Aroma Lady Melissa. Sehr schöner Name. Kamaub und Hitzkopf. Los, Turtlequarz und King Michau. Turtlequarz. Tut, tut. Schauen wir mal, was du kannst. Ja, mit Fluch kann ich mich boosten. Aber ich probiere es jetzt erstmal so. Machen wir Glut auf Pilzkopf und Metallklaue, bringt es was auf Boden? Muss ich mal versuchen. Ich mach doch lieber Kopfnuss. Dünn, kannst du mal so vergessen. Und zurückgeschickt. Oh, sehr schön. Ha, die Sau brennt. Gegrillte Pilze. Jam, jam, jam. Turtlequarz, weil wenn du es weiter so gut machst, darfst du es essen. So, nochmal. Blut auf Pilzkopf und jetzt probieren wir mal Metallklaue auf Kamaub. Hat nicht viel gebracht, aber trotzdem besiegt. Sehr schön. King Michau erreicht Level 25. Versucht Bodycheck zu erlernen. Ach, cool. Oh, Bodycheck ist klasse. Hat aber nur Stärke, hat aber nur Genauigkeit 85, aber dafür Stärke 90. Was? 32? Weiß nicht, wo du jetzt 32, Level 32? Ups! Hab ich das gesagt? Ne, Level 25. Kopfnuss würdest du noch aufheben, oder? Was wegen Flinch? Okay, oder warte mal. Ja, na gut, dann. Ich hau jetzt einfach mal Brüller weg. King Michau allein. Bodycheck. King Michau. King Michau. Schneckmark. Achso, das meinst du mit. Der ersten Generation hieß noch ausgewichen. Ach nee, dieses kleine Fitzelchen. Aber die Verbrennung gibt ihnen den Rest. So lässt sich's leben. Ein Roselia. Ah, das ist ja noch besser. Ja dann. Nochmal Glut auf Roselia und Walzer auf Schneckmack. Megasauer kannst du so vergessen bei Turtlequarz. Aber... Hat jetzt doch tatsächlich einiges abgezogen. Bam. Tut, 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 tut. Ja, Turtlequarz ist ja total on fire. Ich hasse Paralyse. Turtlequarz erreicht Level 16. Hitzkopf Moritz und Aroma Lady Melissa sind besiegt. Yeah. Und da leckt es gerade wieder ein bisschen. Das war eine holprige Angelegenheit. Und du bist wirklich stark. Das hat mich richtig erschreckt.
Mich nicht. Oh, danke für die Kohle. Jetzt muss ich mich. Jetzt muss erstmal alles ein bisschen beruhigen hier. So, aber jetzt geht's wieder. Gott sei Dank. Danke für eure Geduld. Jetzt lassen wir jetzt mal ein paar Pokémon raus. Damit Turtle Quartz noch ein bisschen Training bekommt. Na, Loot? Nee, Loot bringt nicht viel. Flucht unmöglich? Hä? Vor so kleinen Vieh? Nee, na dann. So ein bisschen weitergehen hier. So, seid ihr doch alle am Start? Ah, da ist die Wüste wieder. Da können wir aber nicht hin. Ach nö, da ist ja wieder ein Fuzzi. Zeig mir, wie stark deine Pokémon geworden sind. Kennen wir uns? Ein Fritzelblitz von Astrainer Pascal. Ach nö, dann kommt bestimmt wieder was mit Top-Genesung. Ja dann, Turtle Quartz, hau raus, Smog. Schieb erstmal deinen Rauch beiseite, da kannst du angreifen. Turtle Quartz, tut. Aber das Gute ist, es hat eine gute Vergiftungsquote. Das ist schon mal ganz toll. Machen wir jetzt weiter mit Glut. Super Trank. Also wie geht jetzt da ab? Das ist doch doof. Ach, weil man auch noch. So ein Cheater, hey. Ja, gut, was du kannst, kann ich schon lange. Gag mich habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ja, das stimmt, ja. Also Fluch ist doch sehr ratsam, teilweise. Dann Kugelsaat, los! Aber gegen Weimar kommt er nicht an. Heck mich! Ja, stimmt, da bist du ein bisschen besser dran, der Platsche. Ja, Fluch sollte man, glaube ich, immer im Petto haben. So, Fritzelblitz kommt wieder zurück. Dann wieder los zu Turtle Quartz. Turtle Quartz. Wie findet ihr die Stimme von Turtle Quartz? Habt ihr noch gar nicht bewertet. Und Turtle Quartz hat eine hohe Verteidigung. Das finde ich schon mal sehr schön. Sehr rauchig, ne? Ein Makuhita. Oh ja, da kann Turtle Quartz drin bleiben.
Nette TMs meinst du? Nette Ums? Das speichern wir uns auf jeden Fall. Was, so wenig? Dann glaube ich, Smog besser, ne? Oh, ich glaube, es kommt Überwurf. Du. Oh, Gott sei Dank, er hat's überlebt. Ja, ich weiß schon, das ist voll ätzend. Mach jetzt mal nur einen normalen Trank hier. Och nee, nochmal Überwurf. Ja, bringt ganz gut was, aber ich lasse Turtle Quartz drin, weil Makuhita bringt viele. Jetzt habe ich das Wort vergessen, aber das. Was? Volltreffer? Ach du Scheiße. Dann muss Gag mich ran. Hilft nicht, ich muss meinen einzigen Beleber greifen. Okay, dann passt es. Ihr seid dann einfach sprachlos. Verfolgung, komm. Ach nö, das war scheiße. Jetzt scheiß den auch noch an. Ja, tut mir leid, Makuhita hat ein bisschen Durchfall. Ja, das merke ich. Ja, weh. Pfui-Teifel. Astrainer Pascal wurde besiegt. Ich habe es zu spüren bekommen, deine Pokémon sind viel stärker geworden. Hä, wir kennen uns doch noch gar nicht. Ja, jetzt schon. Ich kann viel von dir lernen, wenn ich dein Training beobachte. Ich würde irgendwann gerne wieder gegen dich antreten. WhatsApp. Ja, jetzt kennen wir uns. Aber warum verbreitest du Tatsachen, die nicht stimmen? Ganz einfach, weil ich's kann. Du schaust doch raus. Lass mich hier hoch. Oh. Was ist das? Wenn einige Äste herunterhängen, kann man auf diesen Baum klettern. Warum stehst du da rum? Schaust du zu, wie der Baum wächst, oder was? Was das ist, was ich hier mache? Ich überlege, ob ich mir hier ein eigenes Refugium mit Hilfe einer Pokémon-Attacke einrichte. Und ich gucke nebenbei auch zu, wie der Baum wächst. Ja genau, ich gebe dir diese TM, richte dir damit auch ein eigenes Reich ein. TM 43 erhalten. Ah, das ist Geheimpower. Ach, schöne Sache. Suche dir einen Baum, der aussieht, als würde er einige Äste verlieren würde. Setze davor Geheimpower ein. Einige Äste werden sich öffnen und du kannst den Baum hinaufklettern. Du findest dort einen eigenen Raum, den du nach eigenem Geschmack einrichten kannst. Machst du den Knoten in die Zunge? Ja, tut mir leid. Das ist dein eigener geheimer Raum. Eine Geheimbasis. Nein, das ist ein Bunker. Du solltest dir auch eine einrichten. Du musst dir deine Geheimbasis nicht unbedingt in einem Baum einrichten. Setze Geheimpower an steinigen Wänden ein, die Einkerbungen haben. Ich schaue mich jetzt weiter nach weiteren Orten um. Tschüss. Ciao. Such dann nach dem nächsten Baum. Der ist wahrscheinlich genug gewachsen. Ach nö. Zerschneider haben wir auch noch. Oder warte mal, kann ich da auch außen rum? Freilich. Oh, da gibt's Beeren. Die hole ich mir dann später. Hotel von Frau Zach. Komm, ruh deine müden Knochen aus. Ja, da sind wir. Tommy, da sind wir. Hier ist Frau Zach. Oh, die guckt gerade ein bisschen Fernsehen. Kaffee mit Schuss ist da drin. Guten Abend, Frau Zach, ich habe Ihren Schlüssel. Oh meine Güte, die Pokémon schauen auf ein müde aus. Jetzt magst du, ruh dir doch da aus. Gibt's.
Ja, unbedingt. Sie haben jetzt mal meine Antwort vorweggenommen. Ja, genau. Nimm dir Zeit und ruh dich aus. Und danke für den Schlüssel, gell? Danke. Bitte, bitte. Ich meine jetzt eh nicht mehr. Und deine Pokémon sind immer noch müde. Ja, na, Baumgartner. Den gibst du schön von mir. Ja, mach ich. Sind deine Pokémon immer noch müde? Ja, dann sollst du sie noch länger ausruhen. Was meinst denn du? Aber Frau Zach, kann es vielleicht sein, dass sie ein kleines Geheimnis mit sich rumschleppen? Warum? Was meinst du? Ja, ich bin ein bisschen am Bekämpfen gerade. Wie ist der? Adia Vucicevic. Ach, der. Ja, das ist mein Stiefbau. Ihr Stiefsohn? Ja. Der ist ein bisschen auf schiefe Bahn geraten. Und weißt du, ich hab's seit langem habe ich die Bayern-Partei gewählt. Weil ja bei Bayern habe ich gemeint gehabt, der soll ja eigener Staat werden. Aber und das hat sich der Adrian total verinnerlicht und jetzt halt möchte er aus eben einen eigenen Staat machen. Was soll denn das? Gibt's so viel wichtige Sachen wie zum Beispiel mein Schlüssel? Da sag's was. Achso, naja, macht nichts, aber ab super weiter, gell? Pfiati. Ja. Pfiat Erna. Macht man sehr gut jetzt sogar so. Auf Wiederschauen, Frau Zach. Fernsehflipper, da gucken wir mal rein. Auf der Suche nach ESC-Talenten. Hallo, ich bin's wieder, euer Petra Mende. Heute besuche ich ein Gebiet in der Nähe von Route 111. Wir versuchen ein neues, großes Talent zu finden. Unsere Kamera ruht daher auf das Talent Para. Etwas an diesem Trainer hat unser Interesse geweckt. Die beste Art, das können des Trainers feststellen, ist, gegen ihn zu kämpfen. Das haben wir gemacht. Und so endete schließlich der Kampf gegen Para. Seine dominierende Vorstellung und seine beste Stimme schlug uns vernichtet, zerknüllt uns und warf uns weg. Love, love, peace, peace, na 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 na. Para ist einfach unglaublich stark. Geben wir etwas näher auf seine Pokémon ein. Die Kombination von Minun und Stolunior waren einfach göttlich. Und nun schon die Herausstrahlung der beiden ließ erkennen, dass sie sich gegenseitig und eingeschränkt unterstützen würden. Einfach eine unglaubliche Atmosphäre. Der Trainer setzte als letzte Attacke Ruckzuckhieb ein. Weiß nicht, was das sein soll. Die Attacke Ruckzuckhieb ist das Zeichen der Freundschaft zwischen Stolunior und Minun. Nach dem Kampf warten wir ein paar auf meine Stellungnahme. Der Trainer sagte, Nonstop! Die Pokémon Minun und Stolunior von Para und Nonstop! Sehr tiefsinnig, da liegt ein tieferer Sinn in dieser Aussage. Kein Wunder, ein bedeutender Trainer wird auch bedeutende Worte sagen. Das war's für heute, bis zur nächsten Sendung. Bye bye! Ja, Wahnsinn, oder? Der Aquaboss Ardia Vucicevic ist der Stiefsohn von Frau Zach. Ja, dieses Spiel ist immer noch für einige Überraschungen gut hier. Ja, da kann man hochfahren. Ich probiere es mal. Ich glaube, mit dem Eirad sollte es gehen. Rip. Oh! Da kannst du einen Bunker bauen. Oh, wat. Vorsichtig vorbei. Nicht, dass er uns sieht. Achso, ja, da unten ist wieder... Das ist eine Abkürzung zur Wüste. Da kann man auch einen Bunker bauen da unten. Ja, lassen wir es mal. Wir müssen hier weiter. Oh, da gibt es auch Leckerbeeren. Dann holen wir die ab.
Zwei Sindelbeeren. Ach, sehr schön. Oh, hoffentlich sind es ganz rechts am Renabären. Arena-Bären. Ach nee, Mist, das sind Himmelbeeren. Na gut, die können wir ja wieder bepflanzen. Sehr schön. So, und... Ja, schön gepflückt habe ich es, gell, junge Dame? Ich gieße die Pflanzen jeden Tag. Dann bekommen sie viele Blüten. Und daraus werden dann viele Beeren. Hier, die ist für dich. Du kannst sie haben. Himmelbeere erhalten. Und noch eine. Dankeschön. Ich werde mich anstrengen und einige Beeren in verschiedenen Farben züchten. Ich hoffe, du strengst dich auch an. Ich gebe mir Mühe, ja. Ich hoffe, du auch. Bye, bye. Ciao. Was haben wir jetzt da? Route 111 und Route 113. Oh, gegen die müssen wir leider kämpfen. Oh, deine Pokémon machen den Eindruck ernsthafter Schauspieler. Ich möchte sie gerne engagieren. Warum? Weil ich's kann. Astrainer Veronika, ein Wingull. Los, Turtlequarz. Turtlequarz. Tut. Dein Tut bringt da nichts, da hast du leider schlechte Karten. Es tut mir leid. Dann müssen wir zu... Ach nein, nicht zu King Michau. Ich wollte doch zu Irkitsch. Leicht verpeilt. Da ist Irkitsch. Komm. Irkitsch kommt da wie gerufen. Irkitsch, Irkitsch. Funkensprung, komm. Ja, aber cool, das zu wissen, dass Frau Zach die Stiefmutter von Ardian ist. Da können wir sie ihm richtig schön unter die Nase reiben. Oh, Turtlequarz versucht Feuerwirbel zu erlernen. Das hört sich auf den ersten Blick ganz, auf den ersten Lesen ganz gut an. Wie ist es? Schließt Gegner für 2 bis 5 Runden im Feuerkreis ein. Genau. Ist jetzt da ein bisschen wie Wickel oder so, ne? Oder Klammergriff, dass das zufällig dann immer wieder mal angreift. Hat aber nur Stärke 70. Soll ich jetzt Feuerwirbel nehmen oder soll ich Glut behalten? Flammenwurf wäre natürlich noch besser, aber... Ja, aber Stärke... Aber Genauigkeit 70, das ist wenig. Glut hat eine Stärke von 100. Nee, ich lasse Glut drin. Die Sache ist mir wortwörtlich zu heiß. Ein Kamaub. Ja genau, dann müssen wir wieder zu Turtlequarz wechseln. Ja. Wenn jemand Trainer braucht, dann ist es Turtlequarz. Auf jeden Fall. Turtlequarz. Dann gehen wir jetzt rüber zu... Da ist es jetzt echt blöd, weil wie gesagt, ich habe keine Wasserattacke. Das ist voll blöd. Dann gehen wir rüber zu ja, King Michau. Was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Volltreffer. Das war jetzt blöd. Okay, Kopfnuss, komm. Schlägt zurück, sehr schön. Und nochmal. Bam. Ja, stimmt, das gibt es ja auch. Roselia, da kommt wieder Turtlequarz wie gerufen. Kann das Ding rauchen? Tut, tut. Ich glaube vor allem, wenn sowieso ab wenn
Intensität 7 oder 8 wird es kritisch auf jeden Fall. Ich glaube, das, also das wenigste ist bei 4. Das geht hoch bis 10. Glut los. Oh, Wachstum. Los, Turtelquarz. Komm, hau rein. Oh, das ist ganz gut. Ui, die Sau brennt. Ja, sehr schön. Komm. Fick dich, Paralyse. Fick dich. Und gleich entfaltet es seine große Wirkung. Oh, ich hasse das. Aber viele EP dafür. Astrena Veronica wurde besiegt. Sie sehen nicht nur stark aus, sie sind auch stark. Ja, Turtelquarz hat schon einiges auf dem Kerbholz. Ach nee, willst du jetzt auch WhatsApp? Ich würde gerne weiteren starken Leuten wie du es bis Freundschaft schließen. Oh, mein Verzeihen ist mir doch langsam voll. Wie geht's jetzt da weiter? Ja, aber ich habe einen Paraheiler, das reicht ja. Nee, komm. Ja. Bloß nicht umdrehen. Oh, was ist da? Was haben wir da? Äther gefunden. Ah, das ist ganz cool. Kann ich da durchfahren? Ah ja, genau. Pokéball, her damit. Superschutz gefunden. Ach, ist ja auch schön. Ach, da oben ist ein Pokéball. Brauche ich erstmal nicht. Oh, scheiße, da ist ein Pokémon. Ein Schneckmack. Ich glaube, den besiegen wir mal schnell. Der Trümmerer wird da. Ich mach's Mock, komm. Tut. Ja, tut. Das war ja gar nichts. Wenn ich jetzt der Trümmerer mach. Das biete ich jetzt mal ein bisschen. Oh, der kann Steinwurf? Ist ja doof. Jawohl. Aber jetzt komm. Und Level 18 erreicht. Na, müßig nähert sich das Eichhörnchen. Meine Rede. Tipps für Trainer. Du kannst eines deiner Basis-Items in deinem Beutel auf Select legen. Durch Drücken von Select kannst du so bequem das Item einsetzen. Überall Vulkan hier. Oh, ein Pandir. Oh, nö, Finte. Das ist voll doof. Eigentlich kann ich mir das Vieh holen, wenn der Turtelquarz kein Training bräuchte. Ist ja eine bestimmte Nation, wenn der hier ein Vulkan in der Nähe ist, dann ist eine bestimmte Nation hier nicht weit entfernt. Dann sind wir jetzt ja kurz vor Laubwechselfeld. Oh. Sprudel ist eigentlich kontraproduktiv, aber das ist mir jetzt wurscht.
meine Damen, meine Herren, sollen wir noch die Nation erkunden im Laubwechselfeld oder erst beim nächsten Mal? Sollen wir erstmal den Pokémon hier? Top-Äther gefunden. Yeah. Ich glaube, ich habe jetzt alle ein bisschen verschreckt, aber gut, macht ja nichts. Ganz langsam. Ja, wer ist denn das? Grüß Gott. Die heutige Technologie ist schon eine wundersame Sache. Nimm zum Beispiel diese Vulkanasche hier. Aus ihr kann man Glas machen. Ja gut, da waren wir so. Also hier ist noch was. TM32 Doppelteam gefunden. Ach, das ist ja voll der Rotz. Das? Route 113 Laubwechselfeld. Puh, das war jetzt aber rasant, ne? So, oh, absteigen. Wir sind jetzt hier. In einer richtig vulkanischen Ecke. Am nördlichsten Teil überhaupt in Europa. Und zwar in Island. Darauf sagen wir doch ein herzliches Gott quält. Oder ein ebenso herzhaftes Hu. Und die isländische Nationalhymne, die geht ja natürlich so. Mama, I can't wait to know. What do you think about things, believe me? I'll always be there, so you can tell me anything and I'll listen. Das beste isländische Produkt auf Fisch oder Vulkanbrot. So was Feines. Wahrscheinlich wird es da hinten auch gebacken. Jetzt gehen wir jetzt mal hier hin. Gott quält, Mrs. Joy. Gott quält. Bist du aber weit gelaufen? Ja, danke schön. Ja, wunderbar. Schön. Den Akzent kann ich aber nicht so gut. Also den isländischen Akzent. Aber den kann ich ja dann wahrscheinlich beim nächsten Mal noch ein bisschen besser anschauen. Oder soll ich noch ein bisschen bleiben? Jetzt sind wir bei 2 Stunden 4. Eigentlich hätten wir jetzt unser Tagespensum erreicht. Also wir haben Laubwechselfeld erreicht. Ja. Aber riecht hier toll. Aber das Witzige ist, obwohl jetzt hier bei uns Winter ist, gibt's hier keinen Schnee. Ja, weil die haben ja überall Fußbodenheizungen gelegt, damit's keinen Schnee schippen müssen. Puh. Ja, ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, ich würde mich noch in den isländischen Akzent mich noch ein bisschen einlesen. Und würde jetzt hier ein Safe State machen. Wenn das auch für euch kein Thema wäre. Weil ich will ja doch eigentlich euch eine gute Show abliefern. Und wenn wir das dann haben, gehen wir dann nochmal zurück. Quatschen noch ein paar Trainer an. Und wir gehen auf jeden Fall in dieses
in diese Hütte da. Weil ich glaube, dass die da mehr zu bieten haben als nur Vulkanasche. Ich kann mir vorstellen, dass man aus dieser Vulkanasche, die hier in Island aufsteigt, dass man das wie Mehl verwenden kann und daraus backt man dann ein leckeres Brot. Ja. War das eine Aufforderung oder irgendwas? Aber ich werde mir auf jeden Fall bemühen, wieder Dödelgespräche rauszukommen. Ein Wunsch, ah, okay. Ich dachte schon, es wäre eine Drohung. Nee, Mann. Genau, ja, dann. Dann belassen wir es mal für heute. Wir in Laubwechselfeld machen da nächste Woche dann am Mittwoch weiter. So. Dann werden wir jetzt wieder ein bisschen Musik machen. Und werden ein bisschen noch zur Ruhe kommen. Und meine obligate Frage, hat es euch heute wieder gefallen? Wenn ja, dann empfiehlt es weiter. Wenn nicht, dann sagt es mir. Während ihr noch überlegt, kann ich auf jeden Fall sozusagen, also die nächsten Termine. Am Montag gibt's vielleicht, sehen wir dann, ich will es nicht zu viel verraten, dazu müsst ihr halt die aktuelle Folge von der letzten Wer wird Millionär-Folge euch angucken. Mehr, weil diese Folge ist entscheidend, ob es ab Montag wieder eine neue Folge gibt von dem Langzeitprojekt, bis ich die Million habe. Danke, ich freue mich auch. Ui, Dankeschön. Werde ich ja total überhäuft. Und ich sage auch mal ganz ehrlich, auch bei Twitch ist es, verhält sich bei mir anders als bei Smule. Hier oben ist mein Smule-Account. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Also die 300 Follower-Zahl habe ich jetzt bisher noch nicht erreicht, aber ich hoffe, dass das sich bald ändern wird, weil ich setze große Hoffnung auf meine Paranoises Hip-Parade, mein Wunschkonzert. Und da sind Follower doch sehr wichtig, würde ich mal sagen. Weil die kriegen am meisten mit, wenn ich wieder was Neues am Start habe. Aber auf Twitch ist es doch mehr, noch mehr ein Genuss, sag ich jetzt mal eher, als so ein Spaßding. Da ist es mir wichtig, dann zumindest Stammkunden zu haben. Also lieber habe ich dann 5 Leute, die dann immer regelmäßig gucken, als 100, die nur 5 Minuten sich reinzimmern. Tja. Es gibt immer Mittel und Wege, Vera. Ja, also, nochmal. Wie gesagt, ist davon abhängig, wie weit ich jetzt dann bin mit Wer wird Millionär. Nächster Livestream ist am Mittwoch, den 3.2., also der kommende Mittwoch um 18 Uhr wieder mit Pokémon Smaragd New Vision Style. Mal schauen, wie weit wir dann da kommen. Also auf jeden Fall werden wir dann noch das Laubwechselfeld ein bisschen besser erkunden.
Dann Meteorfälle ist auf jeden Fall auch dabei. Und dann kommen wir eigentlich schon fast mit großen Schritten nach Bad Lavastadt. Und Thema haben wir ja schon gesagt. Und dann die Woche drauf wird Pokémon Smaragd pausiert. In der Faschingswoche. Und zwar dann am Donnerstag, dem unsinnigen Donnerstag. Das ist der 11. Februar. Da machen wir es dann auch wieder um 18 Uhr. Dort kommt das Werbemillionär Live-Projekt. Und oh mein, da habe ich was vorgenommen. Und da schauen wir, dass wir dann live die Millionen zusammen knacken. Und das Wort zusammen könnt ihr dort auch wortwörtlich nehmen, weil ihr dürft dann mit mir interagieren, und zwar als Telefon und als Publikumsjoker. Das heißt, es kann dann auch sein, dass ich euch live anrufe, in irgendeinem Weg auch immer. Und dann die Woche drauf geht es dann wieder ganz normal weiter mit Pokémon Smaragd. Wird auf jeden Fall halt auch ein Langzeitprojekt. Bis wir dann die legendären Pokémon dann alle eingetütet haben. Ja, dann wär's das jetzt. Ich hoffe, ja, euch hat es dann auch genauso gefallen wie mir. Also es ist immer wieder ein Genuss, mit euch zusammen kulturelle Lehrung von Euro Opar zu machen. Und ich bin immer wieder on fire, extra für euch. Für alle, die es gerne noch mal reinziehen wollen oder es verpasst haben, ich werde es am Montag nochmal neu hochladen um 10.30 Uhr ins Live-Archiv von YouTube. Genau, und mehr ist jetzt so eigentlich nicht zu sagen. Und dann in diesem Sinne entlasse ich euch in euren wohlverdienten Restabend, werde meine Finger erheben und wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr gesund bleibt. Und wie gesagt, noch einen schönen Restabend und eine geruhsame Nacht. In diesem Sinne, haut rein und tragt immer den Spruch raus, Paranoise, auf die Ohren, in die Sinne. Macht's gut, bis zum Mittwoch, zum nächsten Livestream oder on Tape, je nachdem. Bye bye, euer Paranoise.